So, hoho, hallo, willkommen zurück bei unserem lustigen, nicht ganz ernst gemeinten Let's Play Willi Werkel, Autos bauen und ich poble dem jungen Mann direkt erstmal in der Nase herum. Genau, wir machen... Na, das Teil passt jetzt nirgends. Das ruckelt alles ein bisschen, weil ich gerade nebenbei render. Ich hoffe, also ist schon ein bisschen, ein ganz kleines bisschen... bitter, dass mein Computer nicht Willi Werkel spielen schafft beim Rendern. Das ist natürlich schon ein bisschen so eine Sache. Was war denn Auftrag? Jetzt rollen wir es raus. Ich weiß gar nicht mehr, was wir letztes Mal gemacht haben. Und was wir jetzt machen müssen und wo wir hin müssen und wo wir alles, was wir freigeschaltet haben. Oh, ist das laut, warte mal. So. Einfach mal hier an den Rand. Haben wir eigentlich schon die Treckerreifen bekommen, um da durchzufahren? Oder habe ich jetzt gespoilert? Warte mal, da vorne können wir doch jetzt lang. Wir haben doch die Hupe. So. Siehst du? Ich frage mich gerade, welchen Motor wir haben. Also eingebaut. Müsste ja der normale sein. Ja. Da ist ein Ziegenbock, der die Straße auffrisst. Wie wir letztes Mal schon bemerkt haben. Ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite, brauche ich auch nicht. So, machen wir wieder zurück. Hat super gebracht, jetzt daher zu fahren. Gerade am Straßengraben hängen geblieben. So, was haben wir denn da unten? Hier ist es zu matschig. Wir brauchen bessere Reifen, damit wir vorwärts kommen. Matschig ist es also. Gut, dann gucken wir mal, wo wir sonst noch hinfahren können. Könnten. Nur können. Und ich muss die Stoppuhr laufen lassen, sonst vergesse ich wieder die Zeit und dann sind sie wieder 300 Stunden Folgen. Was ja auch nicht Sinn der Sache ist. So. Was ja auch lustig ist, das ist ja tatsächlich auf positive Resonanz gestoßen, dieses Let's Play hier. Du hast es geschafft, den Hügel rauf. Jetzt kriegst du die Bergziegenmedaille. So, wir haben die Bergziegenmedaille gekriegt, weil wir so wunderbar den Hügel raufgefahren sind. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich tatsächlich positive Resonanz zu diesem Let's Play bekommen habe, was ich nicht erwartet habe, dass sich sowas überhaupt einer anguckt. Ah, coole Sache, dass sich das doch jemand anguckt. Ja. Ist nur jetzt etwas blöde hier, wie das gerade alles am Ruckeln ist. Auch wenn das vielleicht ein bisschen meinem Fahrstil liegt. Aber gut. So, was. Ach, guck mal hier. Hier haben wir doch. Hier haben wir doch unseren Kumpel, oder nicht? Ist das nicht der, den wir besuchen sollten? Nur der Lauf, der mit den Hunden. Wohnt oben in den Bergen. Ja, genau. Ludelap ist ein richtiger Abenteurer. Er ist durch die ganze Welt gereist. Jetzt zieht er Hunde auf und erzählt Geschichten von weit entfernten Orten. An dem Abend, als Ludde davon erzählt hat, wie er in Alaska nach Gold gegraben hat, bekam Willi den Wagen, in dem Ludde damals das Gold transportiert hat. Cool. Jetzt entsorgt er auch noch seinen Müll bei uns. Ist ja super. Haben wir so einen Haufen Schrott. So. Blöde Ziegen, man muss schon ein Megafon benutzen, damit die aus dem Weg gehen. Okay, da kommen wir nicht vorbei. Am Kölner Geißbock. Da müssen wir wieder zurück. Einmal tanken.
ankündigen. Hängt alles ein bisschen hier, ist komisch. So. Und dann fahren wir wieder nach unten. Oder südlich. Gucken mal, was uns da erwartet. Außer Ruckland. Wo war das denn nochmal? Bei welchem Spiel jetzt letztens? Letztens vor allem. Bei welcher. Blöde Ziegen, man muss schon ein Megafon benutzen, damit die aus dem Weg gehen. Sehr gut. War das Far Cry, wo das ständig geruckelt hat? Wahrscheinlich, ne? Hat auf jeden Fall kommt mir dieser Satz bekannt vor, als ob ich den schon sehr oft gesagt hätte. Wobei das bei meiner Computermöhre auch kein Wunder ist. Aber vielleicht sollte ich auch hier tanken. Haben wir nicht diese Milchkanne bekommen als Tank? Die ist doch übelst fett. Da wundere ich mich gerade, warum wir so oft tanken müssen. Also ich meine, verhältnismäßig schon wenig, was das Spiel hier angeht, aber... Ne? Ihr wisst, was ich meine. Wenn ich ein Auto in echt voll tanke, dann komme ich damit... Keine Ahnung, wie weit. Genug. Sag ich mal, ne? Und wenn du so einen 30-Liter-Tank hast beim Auto... Guck mal, hier ist übrigens die Kacke, die er uns gebracht hat. Wenn du so 30-Liter-Tank hast beim Auto, so eine Milchkanne ist auch 20 Liter groß. Außer natürlich die kleinen, alten Dinger, aber... So, was... Na, mit diesem Teil kannst du... Ja, ich weiß, dass ich damit jetzt nichts anfangen kann. Deswegen baue ich jetzt mein schönes gelbes Taxi auseinander. Und da kann ich jetzt das Ding hier reinsetzen. Jetzt frage ich mich gerade, brauche ich dann überhaupt eine Sitzbank? Weil es ist ja eine drin. Weil da konnte ich ja... Na, mit diesem Teil kannst ja, du... Ja, ist ja gut. So. Zack. Zack. Bauen wir uns jetzt einen Trecker hier. Ach, hinten ist noch der andere Motor drin. Deswegen auch diese... Ach, guck mal, da fällt mir gerade was ein, was wir machen können. Pass auf. So. Machen wir mal vorne den schnellen Motor. Und hinten... Einfach mal diese Turbine dran. Dann hier das Ding. Vorne das Trecker-Ding. So, jetzt noch hier die Hupe. Die ist ja ganz wichtig. Na, das Teil passt jetzt nirgends. Warum das denn? Das finde ich aber jetzt gemein. Da muss noch das Ding hier auf jeden Fall hin. Und das Ding. Na. Oh. Ein kleiner Tank von einem Motorrad. Spart Gewicht. Nimmt aber nicht so viel Benzin auf. Der passt hinten und vorn. Nah bei den Rädern. Gut. Ich überlege gerade, ob wir das hinten drauf machen sollen oder. Na, das Teil passt jetzt nicht. Oder das hier wieder. Sieht kacke aus. Was haben wir denn sonst noch hier draußen? Hier hätten wir das Raketenmittelstück. Ach, wir könnten im Prinzip eine komplette Rakete bauen, fällt mir gerade ein. Was ist denn... was ist denn hier mit? Das nehme ich mal gerade mit rein. Andererseits will ich gar keine keine komplette Rakete jetzt bauen. Ich finde das viel lustiger. So, nehmen wir das. Oder das. Hier sieht man die Rakete gar nicht mehr, das schmeiße ich mal weg. So, nehme ich mal das. Das hat mir sowieso noch nie benutzt. Und... So, mal gucken, ob der jetzt auch ein Dings braucht hier. Hübsch geworden. Schnittige Karre. Ob der ein... Na, das Teil passt. Schade. Ob der noch eine Sitzbank braucht. Jetzt rollen wir es raus. So. Ab geht's. So, man hört schon die Turbine. Ich frage mich gerade, wo ging es denn nochmal zur Autoausstattung? Ach, genau. Alter, geht die ab. Alter, guckt euch das mal an. Hier ist eine Autoausstellung. Boah. Geh rein und stell dein Auto aus. Vielleicht gewinnst du ja eine Medaille. So. Kommt rein und stellt eure Autos aus. Stellt alle fantastischen Autos und Bauwerke aus. Kein Auto ist zu groß oder zu klein, zu schwach oder zu stark. Kommt und stellt aus. Hier ist Platz für alles und alle. Wirklich schlau ausgedacht. 3 Punkte. Ein echter Herausforderer. Mist.
Ich glaube, zu der Rennbahn ging es. Dass es hier keine Karte gibt, verdammt, das finde ich ein bisschen. Doch, da unten, so Kalle kümmer mich. Und da brauchen wir die Hupe für. Deswegen müssen wir mit unserem Alter übelst kacke, übertrieben schnellem Auto mal kurz nach Hause fahren. Und dann geht das mit dem Ding hier leider nicht. Sehr schade. Nehmen wir mal das Raketenmittelteil rein. Was haben wir sonst noch? Das Feuerwehrding, das finde ich jetzt aber nicht so schön. Das Ding haben wir noch. Krims und Krams, Krempel und das Ding haben wir noch. Alles kann man wieder verwenden. Das können wir auch benutzen. Was haben wir sonst für Mittelteile? Sonst nichts. Wir schmeißen mal sowieso viel zu viel. Also ich schmeiße sowieso mal viel zu viel hier rein. Das sieht auch hübsch aus. Auch nicht schlecht. Könnte man auch machen. Und. Ja, wäre mit dem Trecker sogar ganz cool. Und dann würde ich hinten lieber. Hinten könnte man dafür tatsächlich das hier hin machen. Hübsch geworden. Schnittige Karre. Soll ich das so lassen? Ich muss ja zugeben, dass. Na, das Teil passt jetzt nirgends. Das passt ja nirgends, das Teil. Kann man denn hinten drauf. Ja. Och ja. Tja, damit kannst du im Augenblick nichts machen. Ich schmeiß mal die gelben Teile weg, die gehen mir jetzt gerade auf die Nerven. Und Taxi hatten wir jetzt auch. Na, das Teil passt jetzt nicht. Ja, Taxi hatten wir jetzt auch genug, die letzten Folgen. Na, das Teil passt jetzt. Ja, ist ja gut. Tja. Da. So, ich finde das so. Ja, ja. Ja, ist gut. Ich will die Hupe unbedingt dran machen, sonst kommen wir nämlich gar nicht da unten hin. So, das heißt, die kann man da nicht dran machen. Das heißt, das scheidet schon mal aus. Kann man die hier dran machen? Hübsch geworden. Schnittige Karre. Ja, kann man. Gut. Dann würde ich fast behaupten. Warte mal. So, wäre auch noch eine Option. Würde auch gehen. Kopfkratz, Kopfkratz. Kann man das Gartenhäuschen auch hier hinten drauf? Wäre auch eine Idee. Könnte man das so rum. Na. Ach, da geht noch eine Lenkstange hin. Was ist das denn? Könnte man auch so rum machen? Ah ne, dann kann man die. Doch. Okay, die Hupe kann man auch da dran machen. Das wäre auch eine Idee. Hübsch geworden. Schnittige Karre. Wobei ich das mit dem Korb hinten eigentlich noch lustiger finde. Wir müssen eh nochmal alles abmachen. Weil wir ja auch noch die Sitzbank reinmachen müssen, weil wir jetzt diese Pritsche. Wobei, wenn wir die. Nee. Auf die Pritsche kann man ja die Hupe garantiert. Nee, kann man. Na, das Teil passt jetzt. Kann man nicht. Das heißt, die können wir auf. Kann man die denn vielleicht hinten hin? Ahaha. Ist ja auch noch. Tja. Nee. Damit kannst du im Augenblick nichts machen. Irgendwie ist das Ding kacke. So. Hübsch geworden. Schnittig. Boah, wiederhole ich doch nicht die ganze Zeit, alter Mann. Also entweder machen wir so rum. Hübsch geworden. Schnittige Karre. Oder. Wir tun das Gartenhäuschen nach hinten und den Korb in die Mitte. Oh, das hat Stil. Ja, ist, sieht ja, gut aus. Ist ja gut. Ich glaube, das im Hintergrund rendern tut ihm nicht gut. Der muss jetzt immer öfter irgendwelche Sätze sagen. Oh, das hat Stil. Sieht gut wie aus. Wie diesen zum Beispiel. Fahren wir doch. Start klar. Anschieben und los. Damit mal zur Autoausstellung. Mal gucken, was die sagen. So. Und zack, sind wir schon da. Hier ist eine Autoausstellung. Super mit der Rakete. Geh rein und stell dein Auto aus. Vielleicht gewinnst du ja eine Medaille. Kommt rein und stellt eure Autos aus. Stellt alle fantastischen Autos und Bauwerke aus. Kein Auto ist zu groß oder zu klein, zu schwach oder zu stark. Kommt und stellt aus. Hier ist Platz für alles und alle. Wirklich schlau ausgedacht. 3 Punkte. Ein echter Herausforderer. Mist. Schon wieder nur 3 Punkte? Dann wollen wir mal gucken,
Ob da unten eine Tankstelle ist, ja. Hallo. Jetzt muss ich gerade überlegen, da ging es hier lang? Auf jeden Fall. Ach, guck mal, da ist er. Aha. So. Das geht schon gut, wenn man nur eine Karte hat. So, und jetzt können wir auch die Teile hier dran. Hat man sowas schon gesehen? Was für ein Ding. Was ist das denn? Und daraus kann man was bauen. Aha. So, jetzt haben wir nämlich Treckerreifen. Und was man damit machen kann, kann man sich wahrscheinlich... Nein, nicht zurückfahren, kann man sich wahrscheinlich denken. Das ist die Rennbahn Bruchtorbring. Da kannst du testen, wie schnell das Auto ist. So. Scheiße, scheiße, unser Tank ist gleich leer. Donnerwetter, das war schnell. Gut gefahren. Jetzt kriegst du die Carajo-Medaille. Super. So, 11:50, 11 Sekunden und 50 Millisekunden ist unser Rekord. 18 Sekunden und 60 Millisekunden ist Mias Rekord. Da haben wir die ja locker geschlagen. Mal gucken, ob ich es jetzt noch bis zur Tankstelle schaffe oder ob dann der Tank schon leer ist. Jetzt ist das Benzin alle. Ja. Bleibt nichts anderes übrig, als umzukehren. Siehst du? Ich finde das eigentlich ganz, ganz entspannt. Oh, jetzt kommt Fiete Ferro mit neuen Teilen für Willis Autobau. Du, Willi, hör mal. Guck mal einer an, Fiete Ferro höchstpersönlich. Hast du meine Sachen mitgebracht? Und ob. Ich leg sie auf den Hof. Dann kannst du dir später was raussuchen. Aber jetzt muss ich weiter. Tschüss. Was ich sagen wollte, das ist ja schon ganz entspannt mit dem Ding da hinten. Mit diesem Teil kannst du im Augenblick... Mit der Turbine, weil wir dann so schnell sind. Tja, damit kannst du... Aber... ist vielleicht auf Dauer auch nicht so die beste Lösung. Fiete ist hier gewesen und hat neue Sachen gebracht. Ja, ist gut.